Oh no! Bin schon wieder zu spät dran. ja. Ich lasse mich momentan irgendwie ein bisschen away carryen an so manchen Punkten, I guess. Es könnte aber auch daran einfach liegen, dass es hier drin aktuell fucking 33 Grad hat. Und ich, selbst mit Ventilator hier nicht wirklich allzu gerne sitze und ich irgendwie momentan die Hälfte des Tages untertags lieber schlafe, als dass ich, jetzt irgendwas Produktives zu tun. Oder ich gucke Gumball, out of context. Das tue ich ab und zu auch. Cause it's Gumball. Ich habe die Serie zwar nie geguckt, aber da ist R. Das bin ich. Ha. Wo ist das? Achso, drei, da liegt am Boden. Die liegt auch am Boden. Ja. Wisst ihr, was ich irgendwie ein bisschen blöd finde? Dass diese Spinnen so einen krassen Die Spinnen haben irgendwie ein bisschen zu viel Verteidigung, wenn ihr mich fragt. Und die Möglichkeit, ich kann mich auch nicht wirklich heilen. Ja. Das lief doch ganz gut, würde ich behaupten, ne? Ich glaube, ich muss die Gegner rauskiten. Also das nenne ich mal wirklich absolut unbalanced. Also unbalanced, da geht gar nicht. Wenn jede Person aus der gesamten Gruppe immer ständig umfällt, Moment, ich schalte mal defensiv. Ja. Und gefühlt jeder Angriff trifft. Wisst ihr, das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Hier soll ich Vorgrund noch heilen. Der hält ein bisschen langsam. So, speichern. Gehen wir jetzt auf die kleine Spinne und dann gehen die auf die große Spinne. Ja. Was anderes zur Stelle wäre, glaube ich, mal sonst auch nicht so wirklich unmöglich. Oh. Folgt mir. Lass das mal vor. Weil sonst targeten sie die anscheinend nicht. Ja gut, ne, der 38er Crit, wer kennt das nicht? Erstmal 38 Damage auf Gladys gehauen, das ist immer ganz gut. Oh, ich hab hier den. Ich muss hier nur Alves Ring wiedergeben. Macht da sonst keinen Unterschied, aber sie nimmt erstmal einen großen Schmerz an. Und klar, das ist down. Ist schon mal gut. Wie viel Leben hat die? 350. Geht eigentlich, aber. Bei Rondra. Rächt ihren Widerstand. Für Ardor! Wolf Damage. Vor allem, das Ding kriegt halt auch gar keine Wunden. Wisst ihr, das verstehe ich nicht. Keine Parade. Tot.
Verwundet. Ach, die ist immun gegen Verwundung. Okay. Wild, ja. Aber okay. Ich versuche mein Bestes. Also das finde ich tatsächlich actually wirklich unfair. Nimm das. Und zaubern kann ich auch nicht, weil die lässt sich da nicht wirklich. Ich nimm das. Die Möglichkeit dazu. Ja. Einkreisen. Schon wieder. Und ganz ehrlich, da kann man kann in keinster Art und Weise sagen, dass ich irgendwie ja, okay, Skelett lockt jetzt alle an. Ganz ehrlich, man kann in keinster Art und Weise sagen, dass ich irgendwie, mich schlecht vorbereite. Aber ich versuche es bloß, die Große zu kiten. Ja. Für Rondra und Parmalor. Der Punkt ist halt auch noch, die anderen können ja nicht mal ihre Manöver machen. Weil, zur Stelle. Zeritus, Zeritus, Astus. Die ballert die ja immer ständig um. Komm, er beschwört jetzt schnell nochmal ein Skelett. Klar, das haut jetzt einfach mal. Jawohl. Einkreisen. Weil jeder Treffer ist automatisch Gift. Zack, liegt am Boden für ein paar Sekunden. Halbkreis bilden. Für Rondra und Parmalor. Das bin ich. Ja. Und klar, das macht mal das andere. Ja, klar, das macht ihm nicht mal Damage. Arquatus. Okay, also das ging, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde diese Spinnen krass unbalanced. Holy shit. Also, ich kann verstehen, die kleinen Spinnen die vorherigen Spinnen, die hier in der Höhle waren, die waren krass unterlevelt. Also die waren halt vom Level-Pacing her ziemlich stark unter mir. Das hat man auch gemerkt. Aber man hätte da tatsächlich... Wenn ihr mich fragt, wäre es besser, wenn die großen Spinnen einfach nicht immun wären gegen Verwundung, sondern dann haben sie dann einfach einen hohen Wert einfach, dass sie einfach im Schnitt die Hälfte der Saves, die machen müssen, sobald die irgendwie, ne, irgendwie in die Richtung verwundet gehen, dass sie das einfach schaffen und einfach weitaus weniger Wunden aufbauen, aber die Möglichkeit trotzdem da ist, die halt damit zu töten. So, weil jetzt muss ich jede einzelne Spinne alleine fighten. Die Folge wird ein bisschen länger. Die Folge kommt auch ein bisschen später. Ich wollte gestern eigentlich 2 Folgen hochladen, aber das habe ich nicht geschafft. Das war jetzt keine so gute Idee von Tralda, aber... Sehr wohl. Der ballert sich jetzt erstmal in Heiltrank. Lass das mal vorgehen. Wäre ganz cool, wenn die halt wirklich einfach nur auf Skelett geht. Dann spammen wir jetzt einfach ein paar. Komm, ich mach mal einen Kugelblitz. Das bin ich. Arquart. Oh, oder ich mach einen Corpo Frigo. Nimm das.
Nimm das! Dann hat er vielleicht nicht mehr so gottgleiche Stats. Alles klar. Kann gehen. Und das macht trotzdem keinen wirklichen Unterschied. Die hat einfach einen höheren Damage-Output als alle anderen. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mod irgendwie unspielbar ist, aber man merkt auf jeden Fall, dass manche Sachen vielleicht nicht so super gebalanced ist. Also im normalen Pen and Paper würde ich das jetzt nicht benutzen. Oder solche Gegner jetzt nicht unbedingt benutzen. Aber ich habe auch mal solche Gegner gebaut, bin ich ehrlich. Da wurde mir dann auch gesagt, man sollte sowas nicht tun. Weil es an sich einfach den Spielspaß mindert. Wenn man gegen Gegner, wenn man quasi wirklich, wenn jeder Gegner so eine Wand ist, vor der man steht. Ja. Das ist halt, wie gesagt, nicht wirklich förderlich. Nehmen wir aber gleich nochmal das Erz mit. Zerstört die Spinnennester, damit der Nachwuchs keine Gefahr mehr ist. Ja. Ich hoffe auch, dass ich gegen diese... Dass ich einfach, wenn alle Spinnennester zerstört sind, dass ich nie wieder gegen solche Spinnen kämpfen muss. Da kämpfe ich lieber gegen die alten Spinnen, bin ich ehrlich. Ich hab gar kein Erz im Inventar, ne? Komisch. Achso, ich hab schon Erz. Oh, da oben ist nochmal eine große Spinne. Mal hier in den offenen Space. Ich mache jetzt einfach irgendwas, was Damage macht. Meint ihr? Für Ardo! Aufgepasst! Das bin ich. Furax. Was befehlt ihr? Ich weiß nicht, ob klar ist, dass das so lange noch durchhält. Ich glaube, mich wäre echt einen großen Halt von Glück. Komm schon. Ich komme. Candidus. Jawohl. Was befehlt ihr? Für Rondra und Farmalor. Für Rondra. Oh, das Skelett kriegt hier die kleinen Spinnen schon recht gut klein, aber... Jetzt wird's ernst. Meint ihr? Jawohl. Formation! Ein Scherz, ein Gott. Gift funktioniert jetzt auch nicht. Weil sie hat zumindest die Giftattacke jetzt nicht gemacht. Ja. Ich schwitze hier wie blöd. Jedes einzelne Haar in meinem Körper merkt, dass irgendwo Schweiß runterläuft. Das ist lästig. Sehr lästig. Wisst ihr, genau deswegen nehme ich in letzter Zeit so wenig auf. Oder zumindest in den letzten Tagen. Nachdem es halt draußen gefühlt irgendwie fast 40 Grad hat oder so.
Ich kann euch mal jetzt ungefähr sagen, wie viel Grad es gerade hat. Vor ungefähr einer Stunde waren es bei 33. Kann auch sein, dass es jetzt 32 Grad hat. Ja, es hat 32, aber die Sonne scheint halt voll. Ich hoffe, dass es halt später dann, wenn es kühler ist, kann ich am wenigsten wieder mein Fenster aufmachen. Weil da bin ich dann halt eher, da streame ich dann auch eher immer am, zumindest abends. Ich bin ja auch momentan auch meistens immer nachts immer komplett wach. Weil ich mittlerweile untertags immer, weil ich mehr untertags penne, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich sitze hier so eine halbe Stunde oder Stunde und dann werde ich immer so krass müde, weil das einfach so fucking warm ist. Und dann baller ich mir meinen Ventilator an, setze mich so auf mein Bett und meistens penne ich dann irgendwie mal ein. Und da komme ich dann noch nicht. Und manchmal gucke ich dann irgendwelches Zeug an. Und auch gleichzeitig noch spiele ich noch immer irgendwelche Spiele. Na klar. Bei denen ich noch irgendwie Achievements hunte, weil ich irgendwie alle Achievements außer 2 habe. Ich habe vorhin zum Beispiel Graveyard Keeper noch fertig gemacht. Also habe ich noch die letzten Achievements geholt. Ich habe auch endlich die Achievements bekommen, die ich damals im Let's Play nicht bekommen habe, weil das irgendwie buggy war, die zu bekommen. Weil ich habe die Sachen schon gemacht gehabt, aber ich habe es halt nicht bekommen, weil irgendwie das mit dem Trigger irgendwie ein bisschen buggy war. Kristalle und Erz. Ich habe da keine Quest dafür, aber ich nehme halt eben alles mit. Das Erz lässt sich nicht mitnehmen. Suche Rakurium. Sprich mit Kulura. Okay. Dann bin ich mir nicht sicher, aber bei Erz sollte mir ein Schmied weiterhelfen können. Die besten Schmiede gibt es bei den Zweigen, sollte nach Murulosch reisen. Oh Gott. Gespeichert. Ging's da unten nicht dahin, wo der Dings war? Nee, da war glaube ich mal kein. Nicht der Lich, oder? Oder liege ich jetzt falsch? Aber ich glaube, das war eine andere Höhle. Hab ich jetzt nochmal Erz. Ich gucke mich jetzt einfach erstmal nochmal um. Vielleicht finde ich ja noch Rakurium. Weil der muss ja schließlich auch hier irgendwo sein. Finger. Das triggert mich. Das triggert gerade alles. Schlimm. Schlimm ist dies. Ach. Dann gucke ich mal, dass ich nach da hinten gehe, wo die nächste große Spinne ist. Oh, stimmt, ich hatte einen offen. Komm klar, das. Mach nochmal einen Schuss.
Jawohl. Für Rondra und Farmalor. Ja. Ja. Oder ist das die Schwachstelle das der Spinne? Dass ihr Gift nicht mehr benutzen kann, aber sie benutzt, kämpft halt gegen das Skelett, also. Ach, mit den Kleinen werde ich so fertig, aber. Formation! Das bin ich. Attacke! Alles klar. Aquatus. Bei Ronda. Halbkreis bilden. Komm, die Kleinen, die hauen wir doch weg. Easy. So. Dann nehmen wir die Spinne auch nochmal aus. Immer wichtig. Will ja nichts verschwenden hier. Ah, da komme ich jetzt noch da drüben. Wo ist denn hier noch? Hä? Wo soll denn hier bitte Erz sein? Hier ist gar kein Erz. Komisch. Den Kristall nehme ich mit. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel davon ich... viel davon ich brauche, aber ich speichere nochmal. Dann gucke ich mal in die Richtung. Entweder stehen jetzt neue Skelette auf und Dracorium ist zum Lich geworden, oder die gammeln irgendwo noch Spinnen dann rum. Das war ja normal eigentlich eine spinnenfreie Zone hier. Hier waren ja nur die Skelette. Es geht doch nicht alle vor den scheiß Kristall. Ich muss bloß den Kristall halt anwählen können, ne? Da. Ah, da unten steht er ja. Der gute Muntergonus. Hm. Ja. Sehr interessant. In der Tat. Wo ist ein Nottl? Das ist phänomenal. Ach, der ist da hinten. Oh, der steht hier auf dem Stein und in der Luft. Ich glaube, er versucht gerade zu levitieren. Und ich kann auch nicht mit ihm interagieren. Ich glaube, er ist da irgendwie auf so einem Art Platzhalter. Wer? Ach, ihr seid das. Das ist aber eine Überraschung. Ich bin überrascht, euch hier zu treffen, eure Magnifizenz. Tatsächlich? Ich, nun ja, ihr wisst ja. Ja, ganz genau. Eigentlich weiß ich nicht. Was macht ihr denn hier in der verlassenen Mine? Ja, wichtige Forschungen. Ich habe da etwas entdeckt. Das unbedingt. Aber im Moment ist es noch etwas zu früh, um ins Detail zu gehen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg bei euren Forschungen. Ja, danke. Aber Nottl? Nottl, wo bist du denn? Ich bin hier, Meister. Seht mal, was ich da entdeckt habe. Nicht anfassen! Oh.
Rennende Skelette. Entschuldigt, Meister. Das wollte ich nicht. Ah ja. Warum habe ich wohl nicht anfassen gesagt? Du hast Glück, dass unser Freund gerade hier ist. Wieso, was habe ich damit zu tun? Ich dachte, ihr habt doch sicherlich Verständnis dafür, dass ich diese Dings überaus wichtigen Aufzeichnungen in Sicherheit bringe. Nicht auszudenken, welchen Rückschlag ihre Vernichtung für meine Forschungen bedeuten würde. Und deshalb dachte ich, dass ihr euch um Nottels kleines Missgeschick kümmert. Ich glaube, da lasst ihr mir wohl keine Wahl. Danke euch. Komm, Nottel. Ah. Er teleportiert sich einfach weg. Finde ich auch gut. Ich brauche erstmal ein neues Skelett. Und Kladis macht mal schnell einen Armaturz auf sich selbst. Im 120 Leben. Bei meiner Axt! Na klar. Komm schon. Zeritus, Zeritus, Astus. Ich sollte mich vielleicht bloß kurz selber heilen. Ich will ja auf Nummer sicher gehen. Und wir machen das jetzt so: wir nehmen jetzt einfach ein Skelett immer raus. Bei Rondra. Formation! Alle gehen auf einen. Folgt mir. Ja. Candidus. Ein Schwert. Ein Gott. Und schießt so zwischen die Rücken. Ich finde es aber gut, dass er wenigstens erst Vorgrim die wenigstens umschmeißt. Ich versuche mein Bestes. Wird von dem Golmkönig benutzt, um weitere Golmgeister herbeizurufen. Okay, cool. Also das ist eigentlich eher mehr. Jetzt wird's ernst. Eine Art Placeholder. Wenn man mich fragt. Oh, mein Skelett ist tot, verdammt. Jawohl. Im Kampf gestorben gegen seinesgleichen. Alles klar. Ha. Zur Stelle. Recht ihren Widerstand. Ein Wort. Vorgrim haut einfach zu. Das ist down. Was befehlt ihr? Suchirakorium. Oh, rechter Arm einer Statue. Ein mysteriöser Fund. War schon lange tot, aber sieht man da nicht noch etwas blinken? Ja, da blinkt was. Aber wir sollen es ja nicht anfassen, also. Weil sonst passiert dasselbe, was Nottel. Wie bei Nottel gerade. Das ist so ein Ding. Das gehe ich auf jeden Fall wieder zurück und dann gucke ich mal, wie es jetzt eigentlich mit der Spinnenplage aussieht. Ah, informiert die Holzfäller. Okay, das ist schon mal gut. Finde den Kopf und den Torsor. Finde den rechten Arm. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es mit diesem Statuen-Ding auf sich hat, aber... Ich glaube, das wird noch zu gegebener Zeit aufgedeckt. Hoffe ich zumindest. Meine liegen die hier einfach so random irgendwie so richtig, richtig dumm irgendwie rum. So dass ich es gar nicht sehen kann. Oder zumindest so
richtig subtil versteckt. So. Das ist aber nicht in meiner Questtasche ist. Ah, das ist hier mein Inventar. Okay. Bei Rondra. Meint ihr? Ich finde es auch gut, dass sie jetzt wieder stinken. Dann muss ich halt wieder zum Perreine-Gewalt gehen. Oder Seife kaufen, je nachdem. So ein Stein. Hier ist auf jeden Fall kein Stück von irgendeiner Statue. Hier ist auch noch ein Stein. Okay, ich glaube, ich bin dann hier fertig, ne? Schon wieder so. Wir haben jetzt hier irgendwas mit über 34 Grad. Und ich werde einfach ultra müde. Das ist schlimm. Das ist doch insane! Okay. Ah. Das Erz nehme ich auch noch mit. Ich glaube, ich kann das eine Erz noch mitnehmen. Außer das Erz ist gar nicht vorhanden, aber es steht da trotzdem. Ich laufe aber jetzt nochmal kurz die Gänge entlang. Also mache ich schnell offscreen. Und dann, wenn ich nochmal Erz oder so finde, dann zeige ich euch das. So. Also, wie ihr sicherlich gemerkt habt, war nichts mehr. Und dann kann ich jetzt den Holzfällern Bericht erstatten. Hier mit dem Holzfäller kann ich nicht reden. Habt ihr euch schon in der Mine umgesehen? Ja, alle Spinnen sind beseitigt und die Nester zerstört. Mögen euch die Götter eure Tat vergelten. Hier, nehmt diesen kleinen Vorrat an Steineichenholz als Zeichen unserer Dankbarkeit. Okay, das kann ich bestimmt gut gebrauchen. Jetzt muss ich aber weiter. Frohes Schaffen noch. Was da hinten? Ach, Harpien. Ja, gut, dann gehe ich wohl Richtung Bauer Ibergrütz, habe ich gehört. Bekelbrecht ist... da hinten, ne? Ja komm, ich mach zuerst die Sache mit Bauer Ebergrütz, weil ich glaube, dass Bekelbrecht wahrscheinlich früher oder später immer noch nicht aufgetaucht ist. Sondern ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauche. Dann greife ich jetzt in der nächsten Folge, oder vor der nächsten Folge noch rüber zum Rathlishof und dann passt das.